Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Projekt der Senioren auf der Kanalin. Fortschritt ist der Name und jetzt haben wir wirklich ein Gerät, das hat, mein Gott, ist das ein brachiales Ding und der fährt 80, da kann man hier mal was schaffen. Ich glaube, wir können das, also wir brauchen überhaupt keine Westgeräte, wenn du so cooles Zeug hast. Ich bin tatsächlich, ohne Quatsch, bin extrem überrascht von dem Ding. Und wenn ihr das auch seid, Kommentare rein, Däumchen nicht vergessen und die ganze Nummer. Und dann sage ich euch jetzt, wer heute dabei ist. Sebastian, Willi, Christian, Peter, Patrick und Sven. Hallo zusammen. Servus. Hallo. So, und wir fahren das erste Mal mit diesem Brecher hier bei der BayWa Karotten abgeben. Ich bin mal gespannt. Der kippt aber, also wird ja wohl hinten rauskippen, ne? Ja, ja. Hinten. Haben Muldenkipper so an sich in der Regel. Ne? Bin mal gespannt auf die Animation. Aber ich glaube, ich fahre tatsächlich nicht mehr in die Einbahnstraße rein, weil hier ein LKW rumsteht. Der steht auch mit Kollision hier rum. Sag mal, was ist mit der KI? Ist das ein Event vielleicht? Nee, das ist ein KI-LKW, behaupte ich. Ja, die KI steht, aber auch so sieht es zumindest aus. Ne, da kommen immer neue nach und die fahren in die stehenden rein und bleiben dann dort hängen. Vielleicht haben wir ein leichtes KI-Problem. Das ist Mehrfachkollision. Solange sie nicht die Weltherrschaft an sich reißen. Hast du noch Platz? Ja, ja, der hat noch Platz ohne Ende. Kann ich fahren, Patrick? Alles gut. Bin voll. Ich habe übrigens, kommt. Einige Zuschauer haben mir übrigens geschrieben, was das hier für Kupplungen sind, die da angebaut haben. Nennt sich das NATO-Kupplung, kann das? Ja. Ja. Halt, nee, kann nicht. Weil Ostblock. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber irgendwie solche Kupplungen sind, dass sie aus dem Militär kommen und die im Gelände halt deutlich mehr schaffen irgendwie. Ja, das ist so ein Geländekugelkopf, könnte ich sagen. Ja. Ach, ich bin hier tatsächlich noch nie hinten rumgefahren. Mal gucken, muss ich hier vor der Schule links wahrscheinlich, ne? Ja, hier ist richtig, ich sehe das schon. Aber Kugelkopf ist Kugelkopf. Kugelkopf nicht, oder? Nee, das ist keine Kugel. Das ist, ja. Ja, das ist aber extra so ein geländegängiges, wo die Anhänger nicht runter können und auch variabler sind, was so die Neigung und Geländewinkel angeht und sowas, weil die einfach wirklich eingehängt ist davon. Ja, also vielen Dank, liebe Zuschauer, für die Kommentare. Das ist sieht so ähnlich aus wie ein Zugmaul. So, aber ist gerade gedreht, glaube ich, oder? Nee, ist so. Aber ja, ein gepimptes Zugmaul, kann ich sagen. Ach cool, und der Mod ist sogar so aufgebaut, dass man nicht abkippen kann, wenn man den Anhänger dran hat. Den musst du erst lösen, das ist richtig cool. Also, das kann, macht halt Sinn. Nichts Neues? Nein, das gibt's auch bei anderen, das weiß ich, aber andere Kipper, bei denen kannst du einfach, den Krampe zum Beispiel, kannst du immer einfach abkippen. Ja, aber nicht, wenn hinten einer dranhängt. Doch. Habe ich schon gemacht. Ach, und das sieht echt schick aus. Guck dir das mal an hier. Super nice one. Geil. Nice one. Also, Sebastian, wir haben auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Gut, dass du gesagt hast, kauf lieber einen LKW als den Kirovets. Ich glaube, es klatscht heute noch, aber kein Beifall. Weil die richtige Entscheidung ist ja sowieso schon viel früher gefallen, als wir uns nämlich für diese Fahrzeuge hier entschieden haben. Oh, wie Sau. Träumchen. Supergeil. Albträumchen, ne? Ach. Ah, hier kommt auf jeden Fall auf die Tür. Fahrzeuge. Man bleibt sogar der KI-Verkehr stehen, um zuzugucken. Genau. Das Problem ist, mit dem LKW kannst du wirklich geblitzt werden. Da kann das echt bitter werden. Der wird auch so schnell, wenn der gut beladen ist. Ne? Der kann also richtig was weg. Ja, aber er braucht doch seine Zeit, um da vorwärts zu kommen. Also von daher ist durchaus ein realistischer Ansatz. Aber cool. Cooles Gerät. Oh, wehe, du fährst mich. Ja, ich wollte schon gerade sagen. Ach, und was wir noch überhaupt nicht geguckt haben, ist die Innenansicht von dem Ding. Ja, das sieht aus wie. Hat so ein bisschen was von diesem Militärtruck, der
bei Rambo da im Spiel war, in First Blood. Mit Licht. Ach, guck mal da. Ja, jetzt würde ich den gerne mal im Dunkeln sehen. Du machst Licht aus. Du machst Licht aus, ja, danke. Eher Set Daytime, oder? Ja, ich weiß, das geht aber. Multiplayern? Nein. Ich glaube nicht. Ey, hier, ganz ehrlich, mit der KI muss er ja wirklich im Slalom fahren hier. Die Hosenrakete kommt angeschossen. Mega cooles Teil. Oh, Hardouts. Wer ist voll? Sebastian ist voller als ich. Ich weiß, dass du dich freust, dass wir hier so ein schönes Gerät haben, Sebastian. Schön eingeschlafen. Das wäre auch nicht selten, wenn du gleich die Helfernummer siehst. Obwohl, das ist ja geräteunabhängig, ne? Das stimmt, das hat mit den Geräten nichts zu tun. Oh, eine super geile Farbe. Oliv und Gelb. Super, das sind die Originalfarben, die bei dem Ding dabei sind. Ich wollte jetzt keinen starrer Orange dran machen. Ich habe gedacht, komm, dann sonst drückt der Sebastian dir einen blöden Spruch, aber das tut er sowieso, also kann ich die in Zukunft auch wieder orange machen. Dann fahren wir halt wieder Müllabfuhr. Dreh mal eine Runde. Ja, den mache ich. Das war mir schon klar, dass du jetzt auch voll sein musst, aber ich wollte gerne Sebastian so weit wie möglich entgegenkommen. Der ist ja, du weißt ja. Ja, hätte man halt eine Sekunde warten können, wären die 160 Liter draußen gewesen. Ach, komm her. Nicht weinen, nicht weinen. Ich weine doch nicht. Hört sich aber schon so an. Nö. Ja, da muss ich aber lachen, wenn es zum Heulen nicht reicht. Kannst auch von mir aus weiterfahren. Krieg ich hin. Ich. Das Ding ja erstmal wieder anwerfen. Ja, das dauert immer ein bisschen. Geht ja von 100 bei 100% aus. Oh. Du musst aussteigen und die Handkurbel nehmen und anschucken. Oh. Genau. Ach, das ist einfach ein schönes Gerät. Nee, da können wir demnächst richtig schön Silage durch die Gegend fahren. Ach, da können wir alles mit durch die Gegend fahren. Ist ja nicht so, da muss man schon LKWs am Hof hin. Nein. Ja, aber nee, das ist ja auch nicht schlimm. Jetzt haben wir halt viele LKWs am Hof. Super. Sind wir hier Russentrack-Simulator oder was? Richtig. RTS. Also Christian, bleib mal stehen. Du fährst hier gerade über die Wiese. Ja. Da kannst du nichts ernten. Ich weiß. Aber es läuft noch raus da hinten. Fegen wir wieder zum Sebastian hoch und dann war der auch nochmal leer. Peter, wie geht's dir denn da hinten? Ab 8000 drin. Ja, wieder auf die Deichsel. Ach komm, jetzt hör mal. Jetzt, hör mal auf zu meckern, ne? Ey. Wenn du da mit einer Berglore kommst, da. Ich sag, liebe Zuschauer, soll ich euch sagen, warum der Sebastian gerade so drauf ist? Ich kann es genau sagen. Dem ist furchtbar langweilig und der überlegt sich die ganze Zeit irgendwelche Pöbeleien, weil der einfach nur hier mit GPS hoch und runter fährt. Der kann währenddessen Kaffee trinken, guckt sich Videos an. Schreibt böse Kommentare drunter. Ja, solche Sachen. Mhm. Aber nur bei den anderen, bitte. Nur bei den anderen. Vielleicht bin ich immer... Na gut, weißt du, früher hatte ich immer nur ein Dislike. Wie viele Flaschen mittlerweile? Ah, den einen, den gibt's schon noch. Manchmal habe ich tatsächlich... Ich habe immer noch manchmal Videos tatsächlich mit 100% Likes. Also irgendwo ist mein persönlicher Hater, dem waren es wohl zu viele Videos. Konnte dem Content nicht mehr folgen. So.
da kommst du mit deiner Schleuder da ums Eck, oder? Ach, locker. Ich kann hier ganz ehrlich, guck dir das an. Ja, richtige Richtung, Richtung Schrottplatz. Ade. Oh nein! Ich wusste nicht, dass Christian auf der anderen Seite jetzt hier rangefahren ist. Da muss er ja hier rumdrehen. Ja. Wenn ich immer schön mit Rohr nach außen fahren soll? Ja, ich hab gedacht, du fährst dem Sebastian hier auf der einen Seite wieder hinterher. Nö. Hallo, das wäre Erdentrieb. Genau, wir wollen den Streifen hier ja auch wegkriegen. Ja, aber gut, aber wenn du jetzt neben mir gefahren wärst, hätten wir das auch hingekriegt. Also, ja, ich sag nichts. Ja. Ich sag nichts. Der Christian der hat seinen eigenen Kopf. Das muss man akzeptieren. Der will einfach sein Ding hier durchziehen. Der wusste das ganz genau, was wir wollten. Aber der hat sich gedacht, ich bin heute die Uli Steinmaus, ich bin dagegen. Frei nach dem Motto, ich habe das schon verstanden, ist mir aber egal. Ja, genau. Lass mich Nein sagen, bevor ich nachdenke. Genau. That's the way it works. Man muss flexibel bleiben. Auf keinen Fall. Schon. Ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Flexibel nur in dem, was du tust. Niemals, wie du es tust. Ob hier Karotten oder Zwiebeln drauf sind oder Salat, ist völlig egal, aber du erntest das immer nach dem Schema F ab. Immer. Ne, Peter? Damit wird Effektivität geschaffen. Korrekt. Besser. Oh. Heute pflichten sie mir aber alle beide. Ja. Du bist ja schon ein schöner Kontrapol und Christian ja auch, der macht ja hier alles anders. So, ich bin voll, ich fahre hier mal, fahr mal weg hier. Tschüss. Tschüss. Hey, was ist das? Schönes Gefährt. Und wisst ihr was? Bei den Anhängern, ne? Da gehen noch mehr dran. Nein, mach ich natürlich nicht. Ja, hau mal dann wirklich den Road Train hier. Nein, wollen wir nicht übertreiben. Aber das können die Zuschauer ja auch mal schreiben. Ist das unrealistisch, dass die so durch die Gegend gefahren sind mit zwei Anhängern? Ja. Ich rede doch nicht mit dir, ich rede mit den Zuschauern. So. Trotzdem mal einen Senf dazugeben. Wieso ist das denn unrealistisch? Also heute auf den Straßen, ja, bei uns ist es verboten, aber ganz ehrlich, wenn die Trucks da durch die Pampa gefahren sind. Wie viel PS hat die Kiste? Muss ich gleich gucken, weiß ich nicht. Irgendwie 400 noch weit, meine ich. Ja, dann wird es das wahrscheinlich kriegen. Siehst du, das ist Timing. 97%, zack, Abfahrer da. Nicht da hier, oh, schöner Traktor, schöner LKW. Einfach kommentarlos, da funktioniert. Ja? Schwäbische Präzision. Schwäbische Präzision, sagt er. Oh je. Yeah. Die Schwabe verstellt sich halt blind, ne? So, bitte. Bitte, dann können die Schwaben jetzt auch mal das alleine machen. Mann. Sollen sie mal sehen, wie das ist, wenn man dem Trucker auf die Füße steigt. Bin halt auf dich angewiesen. Ne. Und ich auf dich auch nicht. So, Freundchen, dann wart. Heißt jetzt wieder Herr Hirschfeld. Elitärer YouTuber vielleicht. Ja, natürlich. Geh ich gleich mal zum elitären Mapper. Ja. Elitärer YouTuber. Apropos YouTuber, hast du immer noch mit dabei? Ja, sicher. Ich dachte, die Folge wäre so lang. Noch keine 15 Minuten. Nicht? Nee. Das Elend zieht sich halt. Willi, ja. Wie oft willst du fahren? Komm her, ich scheiß dich zu mit Karotten. Du, mal sehen, was überbleibt an Fahrzeugen. Ne? Willi, da steht noch ein LKW auf dem Feld. Noch einer. Ja. Ach so. Ja, komm mal her, den machen wir voll. Aber ich weiß gar nicht, brauchen wir echt noch Abfahrer? Willi ist da. Mit dem Deichselreiter. Jetzt wird alles gut hier. Die Ladefläche ist so tief, da kennt er den Trigger nicht einmal. Oh.
Jetzt kommt was. Ja, und schon sind wieder 1000 Liter weg. Ja, Sven, da kommt ein Baum. Ich sehe es da. Schnell fällen, dann stört er nicht. Schwäbische Präzision, wie war das? Ich wollte eigentlich gerade die Kettensäge auspacken, aber dann war ich doch, wollten wir heute was anderes. Bei war Kandelin, Willi. Fährst du die jetzt echt mit dem 1000 Liter gefährt? Ja. Aber Willi, der hat sich tatsächlich letztens gelohnt. Wir haben mit dem den Besen zum Schafstall gebracht und einen Ballen Stroh und das gleichzeitig. Ja. Geiles Gefährt. Super absolut, geil. Absolut. Völlig unterschätzt, würde ich sagen. Wer braucht da schon irgendwelche Russen-LKWs, wenn er so einen Deichselreiter hat? Bitte. Ja, völlig überbewertet. Hätten wir mal besser einen Kirowetz gekauft. Der kriegt aber keine 1000 Liter geladen. Eben. Guck mal, das ist sogar noch ein schlechteres Gefährt. Also dann lieber noch mal so ein Deichselreiter, Sebastian, ne? Mhm. Mhm. Nur weil der Kirowetz einen Gruber ziehen kann. Mit dem Deichsreiter kannst du auch Silo verdichten. Locker. Mit dem Kirowetz hänge ich da 25 von den Anhängern hinten dran und dann geht die Party ab. Ja. Aber. Da kommt der wieder angeflogen. Das, was ihr da vorne macht, ist aber keine schwäbische Präzision hier. Nee. Ja, man hat immer die schwarzen Schafe dabei, ne? Sven ja schon wieder eingeschlafen. Ne, das ist mein Part. Na, vorhin ja. Ist er bei mir da ja auch. Fährt gegen den Baum. Das hat der Sebastian nicht so gerne, wenn man ihm die Aufgabe nimmt. Voll, leer. Klingt der denn? Ich höre nur so ein dummes Brummeln. Das ist aber von deinem Gerät, glaube ich. Dummes Brummeln, ja, das kann sein. Ja, wobei, das ist der Bass kommt von dir. Den habe ich nicht, wenn du nicht da bist. Okay. Mama Hupe? Ich bin leer. Hupe? Ah, oh, Top Hupe. Ja, das war ich. So, nee, ja, ich glaube, der hat keine Hupe. Geht, glaube ich nicht. Das ist der einzige Manko an dem Bot. Oh, top, top. Willi, kannst du eine einbauen? Also da hat er einen Fehler. Den schmeißt er auch aus, wenn er auf die Hupe drückt. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich bin seit dem LS9 dabei oder so, aber ich kann dir auf Anhieb nicht mal sagen, welche Taste die Hupe ist. Null. Oh, ist die Null. Null? Okay. Null. Ja, ich verwechsel's. Es gibt halt eben Sachen, die sind einfach unnötig. Ja, ich habe auch, es gibt aber tatsächlich Spieler, die ständig, wenn du an denen vorbeifährst, ständig auf die Hupe drücken. Das wird mir nie passieren. Nein. Echt? Nein, gibt's nicht. Wer macht sowas? Ja, weiß ich auch nicht. Boah, nee, fahr ich weg, jetzt mit zu viel Hupe. Ich kann mir das nicht erklären. Oh Gott. Also ich will abgeladen werden. Wie war es? Hauptsache, ihr habt Spaß. Ja. Ups, Baum. Der tauchte das aus nichts auf. Aber meine lieben Zuschauer, das soll's für heute gewesen sein. Und keine Sorge von der Karottenaktion, wir sind durch mit Karotten. Außer es passiert was total Außergewöhnliches, was ich euch noch zeigen möchte, aber wir werden die Karotten jetzt mal in Ruhe alleine runterholen und klar, ich werde den Schwadenschwarm noch mal zur Raison rufen, dass der einfach auch mal Spaß an dem hat, was er hier tut, ne? Was? Was? Wir keinen Spaß haben. War so nicht alles gemacht. Spaß war nicht mit abgemacht. Nee. So, und für die Tschüss sagen wollen, das dürfen sie jetzt tun. Tschüss. Däumchen und Kommentare nicht vergessen und Hashtag
Sebastian, finde deinen Frieden. Deinen inneren Zen-Bereich. Alles Gute, bye bye und ade.